Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Geschäftsführer Christian Müller, unseren sportlichen Leiter Steffen Menze und ein ganz herzliches Willkommen unserem neuen Cheftrainer Olaf Janssen. Herr Müller, vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive die vergangenen Tage von der Aufsichtsratssitzung am Montag bis zur Bekanntgabe der Verpflichtung von Olaf Janssen noch einmal zusammenfassen. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind sehr zahlreich erschienen und ich erlaube mir die einführende Formulierung: Wenn die Turbulenz der Trainerfindung in einem positiven Zusammenhang steht zum künftigen sportlichen Erfolg, dann haben wir alles richtig gemacht. Die Situation war ja die wussten Sie alle, wir haben durch Steffen Menze eine lange Liste mit Trainerkandidaten erstellen lassen und haben die dann immer mehr abgearbeitet und zum Schluss wurde es eine kurze Liste. Mit dieser kurzen Liste beabsichtigten wir auch in Abstimmung mit unserem sportlichen Fachmann im Aufsichtsrat Thomas Date, den ich dort hinten sehe, beabsichtigten wir in die Aufsichtsratssitzung zu gehen und dann hat sich sehr kurzfristig auch die Gelegenheit ergeben, dass ein Kandidat, den Steffen Menze von vornherein auf dem Schirm hatte, aber als nicht machbar auch genannt bekam, noch zusätzlich auf der Kandidatenliste zu haben. Und ich glaube, es gibt in Traditionsvereinen insgesamt, aber besonders bei Dynamo Dresden, eine fast unstillbare Sehnsucht nach Identifikation und nach Berührungspunkten mit der glorreichen Vergangenheit. Und das hat dazu geführt, dass eben die Kandidatenliste, die wir gemacht hatten, sozusagen eine ganz neue Komponente bekommen hat, nämlich eine sehr emotionale. Und es ist ja kein Geheimnis, Sie alle wissen das, der Aufsichtsrat hat am Montagabend getagt und hat sich dann dafür entschieden, auch in der Situation, in der Dynamo Dresden ist, finde ich gut nachvollziehbar, diese emotionale Komponente besonders in den Vordergrund zu schieben. Und leider hat es dann nicht geklappt und am nächsten Tag hatten dann Steffen Menze und ich die Aufgabe, sozusagen dann weiter in unserer Prioritätenskala vorzugehen und wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass Olaf Janssen, ein Kandidat aus unserem engsten Favoritenkreis, die Bereitschaft gezeigt hat, in auch einer turbulenten Konstellation, ich nehme an, er wird es gleich noch schildern, uns eine Zusage zu geben. Ich kann an der Stelle vielleicht auch berichten, dass findige Fans bereits festgestellt haben, Krefeld, der Geburtsort von Olaf Janssen, und Dresden liegen beide auf demselben Breitengrad. Für die, die es nicht wissen, das ist der 51. Breitengrad in der nördlichen Hemisphäre. Und insofern aus Fankreisen schon gesagt wurde, Olaf Janssen ist einer von uns und passt zu uns. Das vielleicht von meiner Seite dazu. Vielen Dank dafür. Steffen, kannst du uns aus deiner Sicht nochmal erklären, warum Olaf Janssen von Anfang an zum Favoritenkreis bei der Trainerfindungsphase gehörte? Na gut, einiges würde sich wahrscheinlich wiederholen, was der Herr Müller jetzt gesagt hat. Es ist halt einfach so, dass man ja für so eine wichtige Personalie halt auch ein bisschen und die benötigte Zeit sich nehmen muss. Bei uns ist es halt folgendermaßen gewesen, dass wir wirklich aus einer Vielzahl von Kandidaten uns dann mehr und mehr dazu entschlossen haben, dass dem Aufsichtsrat aus einem Kreis von 5, die präsentiert werden, nochmal 3 herauskristallisiert werden sollten. Der ganze Findungsprozess ist auch in einer großen Transparenz zwischen mir, Geschäftsführer, und den auch zum Teil Leuten des Aufsichtsrates vonstatten gegangen. Am Ende, als 3 Kandidaten zur Auswahl standen, war unter denen halt auch Olaf Janssen zu finden. Wir hatten dann die Gelegenheit genutzt, ihn nochmal nach Dresden einzuladen, nachdem wir vorher schon einige Gespräche geführt hatten, unter Hinzuziehung von einigen Aufsichtsräten, ihm die Möglichkeit einzuräumen, sein Konzept, seine Vorgehensweise und seine Eindrücke über unseren Verein und vor allen Dingen auch über die Mannschaft darzulegen, was er eindrucksvoll gemacht hat, hat auch bei denen dann, die nicht unbedingt aus meinem Fach stammen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sich dazu im Prinzip zu dieser Position diese Position sich erarbeitet. Dann ist das eingetreten, wie der Herr Müller das beschrieben hat, wir uns entscheiden mussten und haben dann für uns nach der Absage vom
vom Ralf Minge uns für Olaf Janssen entschieden und haben dann das Prozedere folgen lassen, was natürlich auch nicht einfach war dann in der Umsetzung, sodass es halt auch noch die eine oder andere Zeit gedauert hat, bis es dazu kam. Und jetzt sind wir froh, dass es so letztlich ein Ende gefunden hat. Danke dir. Olaf Janssen, nochmal ein ganz herzliches Willkommen in Fußball Dresden. Wieder einmal hat die Trainersuche bei Dynamo tagelang die Zeitung dieser Stadt gefüllt. Jetzt sind Sie endlich aus Baku hier in Dresden gelandet. Sie haben 5 Jahre an der Seite von Berti Vogts gearbeitet. Was hat Sie dazu bewogen, nach Dresden zu gehen, zu einem Verein, der sich momentan in einer schwierigen sportlichen Situation befindet? Ja, erstmal hallo zusammen. Was hat mich dazu bewogen, zu Dynamo Dresden zu kommen, ist eigentlich relativ einfach. Für mich ist das ein erster Zielpunkt gewesen, seit ich eigentlich mit 16 Fußball angefangen habe, professionell zu spielen. Ich war immer Trainer durch und durch und habe dieses Ziel sehr akribisch verfolgt und Dynamo in den letzten Jahren im Auge gehabt und muss sagen, dass diese Aufgabe, wenn man sie dann annimmt, als Trainer mehr wie reizvoll ist. Ich sehe innerhalb der Mannschaft das Potenzial, dass man deutlich besser stehen kann in der Tabelle als jetzt. Ich sehe die Qualität, dass die Mannschaft auch anders Fußball spielen kann. Und ich sehe vor allen Dingen auch die Idee und das Konzept dahinter, ob ich glaube, das mit dieser Mannschaft schaffen zu können. Und das musste ich für mich persönlich alles mit Ja beantworten. Und trotz dieser turbulenten Dinge, die im Rahmen der letzten Tage und Wochen, wie eben beschrieben, passiert sind, habe ich diese Entscheidung, nach Dynamo Dresden zu gehen, nicht lange überlegen brauchen, sondern für mich war klar, wenn ich diese Chance bekomme, diesen Verein zu trainieren, dann will ich diese Chance nutzen und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank soweit. Jetzt ist wie immer Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon. Auch von mir herzlich willkommen, Herr Janssen, Tim Schlegel, Bild-Zeitung aus Dresden. Ich frage es nochmal ein bisschen direkter. Sie fühlen sich also trotz dieser ganzen Geschichte nicht unbedingt als Trainer zweiter oder dritter Wahl? Nein, überhaupt nicht. Also, weil wissen Sie, also erstmal ist es ja ganz normal, dass wenn ein Verein einen Trainer entlässt, dass ein neuer gesucht wird und dann die verschiedensten Kandidaten auf der Liste stehen. Ich denke, das ist unser Job ja nun Tagesordnung und dann waren am Ende ein sehr enger Kreis wurde ausgewählt, da war ich dabei. Und wenn, wie jetzt in dem Fall passiert, eine regionale Lösung auftaucht, dass sich dann ein Verein darüber Gedanken macht, finde ich völlig normal, dass die Fans natürlich jubeln und sagen, der trägt das Dynamo-Herz am richtigen Fleck. Das kann ich auch nachvollziehen. Und von daher ist das, was in den Tagen vorher passiert ist, überhaupt kein Problem für mich, sondern wie gesagt, ich bin froh, dass die Entscheidung auf mich gefallen ist. Und ich sehe es eigentlich eher im Gegenteil, weil wenn ich mich umdrehe, dann sind bestimmt hunderte von Trainern, die würden barfuß nach Dresden laufen und würden diesen Job übernehmen. Und von daher ist es einfach ganz normal, dass das ein Kampf ist, als Trainer einen Job zu bekommen. Ich bin nun auch etliche Jahre in diesem Geschäft unterwegs und von daher kann ich das sehr gut einschätzen. Und dass ich mich jetzt als B-, C- oder D-Trainer fühlen würde, das kann ich Ihnen bestätigen, das ist nicht so. Sven Geißler. Genau, Sven Geißler, Sächsische Zeitung, auch von mir herzlich willkommen. Herr Janssen, Sie sind der 25. Trainer bei Dynamo seit der Wende. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber haben Sie ein gutes Sitzfleisch und wie glauben Sie, mit dem Umfeld hier umgehen zu können, was ja doch sehr emotional ist? Komme ich zuerst mal zum zweiten Teil Ihrer Frage. Als Trainer, als Spieler, als Verein wünscht man sich ein emotionales Umfeld. Also ich sage mal, einen Totentanz braucht keiner. Und von daher, je mehr Menschen sich für den Verein interessieren und das auch emotional und entsprechend im Stadion noch auftreten, desto besser für uns.
Ich habe in den letzten 2-3 Jahren sehr viele Spiele von Dynamo gesehen und sehr viele Spiele auch hier im neuen Stadion und konnte dort unerkannt auf der Tribüne sitzen und muss sagen, dass mich das schwer beeindruckt hat, weil doch viele Tausend da sitzen, die nicht wegen Lackschnittchen ins Stadion kommen, sondern wegen dem Spiel. Und das ist in anderen Stadien nicht immer so. Die gehen mit, die Leute, die sitzen mit dem Schal, mit dem Trikot im Stadion und feuern die Mannschaft an und leiden natürlich dann auch, wenn es nicht läuft. Also ich meine, das wäre ja komisch, wenn es anders wäre. Und von daher fokussiere ich mich auf die Arbeit mit der Mannschaft, fokussiere mich auf das, was ich festgestellt habe, wo ich glaube, dass wir den Hebel ansetzen können und wo wir auch Fortschritte erzielen können, ohne natürlich den Blick darauf zu verlieren, dass es sicherlich ein langer und steiniger Weg wird, die Mannschaft da wieder so rauszuführen und hinzuführen, wo sie dann eigentlich hingehört. Ne? Und, aber das sehe ich eigentlich und mit dem emotionalen Umfeld habe ich eigentlich weniger Probleme. Im Hebel würde ich gerne nochmal ansetzen. Können Sie vielleicht 2-3 Punkte sagen, wo Sie da die Möglichkeiten sehen, die Mannschaft vielleicht auch relativ schnell voranzubringen, weil die Situation ist ja so, dass die Punkte möglichst schnell eingefahren werden müssen. Ja, Sie haben den ersten Punkt selber angesprochen. Sie haben von Mannschaft gesprochen. Ich muss sagen, ich habe den schweren Eindruck, dass das nicht wirklich eine Mannschaft ist. Die Spieler wirken verunsichert, jeder hat mit sich selbst zu tun und das wirkt sich natürlich direkt auch auf die Spielleistung aus. Das ist eine Mannschaftssportart und je mehr Teamgeist und je mehr Leute an einen Strang ziehen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Und das ist sicherlich ein Punkt, den ich absolut ab dem ersten Tag verfolgen werde mit der Mannschaft, dass dieses Mannschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl auflebt. Denn ohne diesem Wir-Gefühl können wir im Fußball nichts erreichen. Da können wir uns über Taktik Gedanken machen oder Spielsysteme oder Aufstellungen. Wenn dort nicht 11 Jungs auf dem Platz stehen, die sagen so, und das Ding packen wir zusammen an, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist sicherlich ein Punkt, der elementar ist, mit dem ich gleich, wenn ich drüben in der Kabine bei den Spielern bin, beginne. Und dieser Prozess wird nicht enden, weil das ist natürlich eine Sache, man kann nicht auf Knopf drücken und sagen, jetzt sind wir eine Mannschaft, sondern das ist ein Prozess. Aber ich werde sehr genau darauf achten, wer diesen Mannschaftsgeist hochhält oder wer, ich sag mal, der Mannschaft den Rücken kehrt und mit seinem eigenen Egoismus durch die Gegend zieht, der hat ein Problem. Aber daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass die Jungs wollen und dabei werde ich Ihnen sicherlich helfen in den unterschiedlichsten Dingen, die wir dann in dem Bereich auch machen werden. Wenn man sich alleine die Tore anschaut, die Gegentore und die Tore, die wir geschossen haben, dann wird auch relativ klar, dass rein sportlich wir verschiedenste Aspekte haben und Ansatzpunkte, was sowohl das Spiel gegen den Ball betrifft, wo die Mannschaft im Moment sehr passiv wirkt, als auch natürlich, und das war sicherlich in den Heimspielen eklatant, man das Gefühl hat, dass sie in Ballbesitz auch keine oder wenige Optionen sehen, die sie dann wirklich mutig durchspielen. Und diese beiden Bereiche werden wir sicherlich auch bearbeiten und beackern. Aber im Austausch, in der Kommunikation, denn mir ist klar, wir brauchen, wenn der Schiedsrichter anpfeift, eine mündige Mannschaft, mündige Spieler, die auch das Herz und den Verstand mitbringen und das Ding da am Ende auch schaffen. Da kann man als Trainer von außen wenig mehr Einfluss nehmen. Das heißt also, in der Woche bis zum Spiel haben wir die gemeinsame Arbeit und die Möglichkeit, die Dinge zu arbeiten. Und da werde ich die Spieler sehr fordern, denn dieses Mannschaftsgefühl und dieses Wir-Gefühl spielt sich natürlich auch in der Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft ab. Und Sie merken, das ist schon, das Feld ist relativ groß und breit gestreckt, aber ja, das macht die Sache eigentlich nur noch interessanter für mich. Weitere Fragen?
Florian Weichert vom MDR. Inwieweit ist die Vielsprachigkeit in der Mannschaft ein Problem? Ich weiß nicht, wie viele Sprachen Sie sprechen, aber... Also ich spreche zwei, ich spreche Deutsch und Englisch. Ich habe, was dieses Thema Vielsprachigkeit in der Mannschaft betrifft, natürlich einen großen Erfahrungsschatz mit meinen 5 Jahren in Aserbaidschan, die wir jetzt da sind. Da geht es noch wesentlich schwieriger zu mit den Spielern. Aber es gibt Mittel und Wege, das auf andere Weise aufzufangen. Wir haben aber auch intern darüber gesprochen, dass ich von uns als Verein und von den Spielern verlange, schnellstmöglich die deutsche Sprache zu lernen, weil es einfach notwendig ist. Aber ich werde mich natürlich auch den Hilfsmitteln bedienen, die mir zur Verfügung stehen, um den Spielern auch das zu vermitteln, was ich auf dem Platz will. Da ist halt für den einen oder anderen, der dann eben nicht so gut Deutsch spricht und das eine oder andere noch nicht verstanden hat, dann müssen wir ein bisschen Zeit opfern und uns hinsetzen, solange bis der Spieler das tatsächlich verstanden hat. Mir ist aber dieses Problem bewusst. Dieses Problem wurde mir auch von Vereinsseite aus genannt. Diesbezüglich mache ich mir da keine großen Sorgen, als dass wir es nicht in den Griff kriegen würden. Tim Schlegel. Kannst du das Mikrofon bitte nehmen? Das hinter dir rechts. Sie haben es angedeutet, Herr Janssen, Ihre Arbeit in Aserbaidschan ist ja doch vom ganzen Ablauf eine andere gewesen, als wenn man jetzt eine Clubmannschaft trainiert, wo man jeden Tag gefordert ist. Was können Sie trotzdem aus Ihrer Zeit in Aserbaidschan da hier mit einbringen, sei es technisch-taktische Dinge, und was, denken Sie, ist dann doch vom Ablauf her eine ganz andere Situation für Sie, vielleicht auch eine neue? Ja, also erstmal ist die Zeit in Aserbaidschan natürlich dahingehend vergleichbar, da ich da als Trainer tätig war und natürlich im Prinzip genau die gleichen Dinge auch gemacht habe, die ich jetzt hier mache, sei es Trainingsvorbereitung, sei es Spielvorbereitung, sei es Gegneranalysen etc. etc. Also von daher nehme ich natürlich diesen Erfahrungswert mit. Sicherlich ist es so, dass bei einer Nationalmannschaft man natürlich einen internationalen Überblick über den Fußball bekommt. Das ist natürlich gerade als Trainer hochinteressant, weil man natürlich verschiedene Arten und Spielweisen einfach der Länder kennenlernt, andere Mentalitäten, was einen als Trainer im Erfahrungsschatz natürlich nicht verkleinert, sondern einfach erweitert. Und natürlich, und das möchte ich hier auch erwähnen an dieser Stelle, die Arbeit an Berti Vogts Seite war sehr spannend. Ohne Berti Vogts würde ich auch heute hier nicht sitzen können. Denn er hat die Sache dann auch am Ende wirklich unterstützt, und das war für ihn mit Sicherheit nicht einfach, da in 3 Tagen ein Länderspiel oder in 2 Tagen ein Länderspiel in Israel stattfindet, und da verliert man nicht gerne seinen Co-Trainer in der Spielvorbereitung. Aber da auch nochmal an dieser Stelle an den Berti Vogts ein Riesendank von mir für die ganze Zeit, die ich bei ihm in seinem Team dabei sein durfte. Was sich natürlich ändert bei der Vereinsarbeit, ist einfach die Geschwindigkeit der Dinge. Das tägliche Miteinander, am jeden Wochenende ein Spiel zu haben, das ist klar. Aber da ich 17 Jahre als Profi gespielt habe, kenne ich diesen Ablauf. Ich bin auch glücklich, dass ich jetzt diesen Ablauf habe, weil es als Trainer in der Nationalmannschaft einfach schwierig ist, weil sie ihre Spieler ja nur über eine ganz kurze Zeit haben. Und sie sicherlich Dinge anreißen, aber am langen Ende dann bleibt es in der Vereinsarbeit hängen. Und das ist sicherlich das Spannendste bei einem Vereinstrainer. Und da freue ich mich auch sehr auf die ganze Geschichte, weil ich jetzt jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten kann, jeden Tag Einfluss nehmen kann auf die Dinge, auf unser Spiel und frühzeitig einwirken kann, wenn Dinge einfach da sind, die dem Trainer nicht so passen. Und von daher sind das sicherlich die größten Unterschiede zwischen der Nationalmannschaft und der Vereinsmannschaft. Jochen Leimert. Wen haben Sie sich denn als Co-Trainer auserkoren? Das ist die eine Frage. Und zum anderen, vielleicht können Sie den Leuten auch nochmal erklären, wie es aufgrund dieser Arbeitsbelastung in Aserbaidschan möglich war, auch doch so nah an der zweiten Liga zu bleiben oder sogar eben Spiele hier auch in Dresden mehrfach zu besuchen. Der erste Teil Ihrer Frage, den habe ich nicht verstanden. Ach so, okay.
Ja gut, fange ich damit an. Dieses Thema haben wir intern besprochen. Ich habe es offen gelassen. Ich habe gesagt, ich möchte mit den Menschen, die die Position zurzeit bekleiden, anfangen zu arbeiten, die Leute einfach auch kennenzulernen. Ich denke, auch diese Chance, diese Möglichkeit sollten sie verdient haben. Und wir haben schon zusammen gesprochen, das räume ich denen hundertprozentig ein. Und wir werden dann einfach sehen, in welche Richtung das in den nächsten Tagen und Wochen einfach nimmt und wie das Ganze dann einfach von der Chemie her, vom Trainingsablauf, wie das zusammenpasst. Wir werden sicherlich relativ viel trainieren, in Gruppen trainieren, unterschiedlich trainieren. Da muss ich sicherlich auch die Fähigkeiten der einzelnen Leute noch besser einschätzen können. Denn für mich als Cheftrainer ist auch wichtig, wirklich kompetente Leute um mich zu haben, damit man auch gewisse Dinge abgeben kann, damit man als Cheftrainer einfach mehr in die Beobachterrolle hineinschlüpfen kann. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie ist es möglich, dass der Assistenztrainer von Aserbaidschan sich in der zweiten Liga auskennt, möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich im Prinzip seit 3 Jahren entschlossen habe, als Cheftrainer zu arbeiten. Ich habe unter anderem für den Jos Luhukay ihn auf jeden nächsten Gegner in der Analyse vorbereitet, wo er in Augsburg war, in der ersten Liga. Und habe besonders speziell die zweite Liga seit über 2 Jahren beobachtet und analysiert. Das kann ich deswegen von der Zeit her, weil ich im Prinzip 80, 90 Tage mit Aserbaidschan unterwegs war und der Rest sich zu Hause stattgefunden hat, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Und da habe ich die Zeit einfach genutzt. Also ich habe Dynamo Dresden in den letzten 12 Monaten mehr denn 15 Mal gesehen. Ich habe alle Spiele der jetzigen Saison gesehen und ich habe die 17 Konkurrenten mindestens 3-mal gesehen in dieser Saison, über 90 Minuten. Also ich habe den Urlaub gestrichen und mich dazu entschlossen, genau hinzugucken, weil ich es einfach will, Cheftrainer zu werden und eben jetzt am Ziel angekommen bin. Und von daher kann ich sagen, dass ich hier kein Neuland oder hier keine Mannschaften auf mich treffen, die ich nicht kenne. Das gilt natürlich im Besonderen für Dynamo Dresden, aber gilt auch für alle anderen Vereine. Sven Geißler. Herr Janssen, 2 Fragen. Die eine, wie sind die letzten Stunden so gelaufen? Und die andere, es ist oder eben, wie Sie hierher gekommen sind. Und die andere ist, es ist Ihre erste Station als Cheftrainer. Wie würden Sie sich denn selbst als Chef charakterisieren? Ja, über den ersten Teil der Frage können wir uns vielleicht später nochmal zusammensetzen. Können Sie vielleicht ein Buch schreiben? Ich glaube, sehr interessant. Das war also mehr wie abenteuerlich zwischen dem Punkt vom Anruf vom Steffen Menze und dem Punkt, wo ich hier sitze. Wir waren mit Aserbaidschan mit dem Mannschaftsbus in der Anfahrt zum Flughafen. Und da kam der Anruf und wo ich dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich mit gerechnet habe. Dann bin ich ausgestiegen, habe ein intensives Gespräch mit Berti Fuchs geführt. Denn wie ich ja gerade beschrieben habe, ist die Situation für ihn natürlich nicht einfach. Er wusste natürlich von meinen Zielen, aber in dieser Konstellation hätte er sich das natürlich auch nicht gewünscht. Das kann ich absolut verstehen. Von ihm kam grünes Licht. Und dann habe ich mich noch so 20 Minuten an die Seite gesetzt und nochmal die Dinge durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, was ich Ihnen eben auch gesagt habe, dass ich davon überzeugt bin, dass die Mannschaft besser ist, als sie dasteht, mehr Qualität hat und ich im Kopf habe, wie wir da wieder rauskommen und dass es mir eine unheimliche Freude machen wird, das machen zu können. Und deswegen kam dann mein Rückruf an den Steffen Menze und meine Zusage. Und ab dann wurde es dann wirklich kompliziert, weil es gab keine Flüge mehr, alles probiert. Und dann ging dann irgendwann in der Nacht eine Lufthansa über Frankfurt um 1 Uhr. Ja, um 1 Uhr, glaube ich, heute Nacht bin ich losgeflogen. Dann hier runter nach Frankfurt und dann nach Dresden. Und jetzt bin ich hier. Wie ich mich als Cheftrainer sehen würde oder sehe. Ich
bin ein absoluter Teamplayer. Ich kann gar nicht anders. Ich brauche auch diese Zusammenarbeit im Team, sei es jetzt im Trainerteam oder sei es da, im Umfeld, sei es mit den Spielern. Ich brauche einfach einen guten Austausch. Ich bin jemand, der von den Spielern was wissen will. Wir werden verschiedene taktische Dinge nicht nur machen und ich gebe sie vor, sondern ich werde die Spieler immer wieder mit einbinden, immer wieder fragen. Ich erwarte von den Spielern Mitarbeit und ja, in der Sache muss ich sagen, bin ich halt harter Hund ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn wir was festgelegt haben oder wenn was nicht so läuft, wie wir das vorher ausgegeben haben, dann werde ich unangenehm. Ja? Aber ich denke, das ist auch nicht unnormal. Da werden die Spieler auch ihre Erfahrung mitmachen. Und aufgrund, dass ich selber Spieler war, weiß ich, dass hinter jeder Trikotnummer auch ein Mensch steckt, ja, der genauso seine Probleme haben kann wie jeder andere auch. Und auch dafür werde ich ein offenes Ohr haben. Denn nur wenn man das andere auch mitnimmt, schaffen wir auch wirklich eine Truppe, eine Einheit und auch einen Teamgeist in die Mannschaft reinzubringen. Und wie ich schon eingangs ja sagte, sehe ich das als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir positiv gestalten müssen, denn ohne dem wird's nicht funktionieren. Jan Günther, MDR Info. Herr Jansen, gibt es als Ex-Profi des 1. FC Köln ein schöneres Auftaktprogramm als Spiele gegen Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf? Ja, also kaum vorstellbar, absolut richtig. Die Geschichte geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter sogar, ja, weil mit dem Tobias Levels von Fortuna Düsseldorf verbindet mich mehr als eine Freundschaft, denn ich bin sein Onkel. Das heißt, meine Schwester hat mich schon eben angerufen. Da haben wir schon das erste Problem in der Familie. Aber ich habe gesagt, ich werde sie trösten und von daher kriegen wir das hin. Naja, Spaß beiseite. Also wie gesagt, das sind natürlich super Geschichten. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Natürlich haben schon viele meiner Freunde und Bekannte angerufen, die gerne ins Stadion kommen würden, das ist klar. Und ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, den wir mit diesem Auftaktprogramm haben am Sonntag mit einem Spiel, wo wir ganz viele Sachen ausprobieren können gegen eine tolle Mannschaft. Das werden wir auch tun. Und ja, dann bereiten wir uns auf dieses sicherlich sehr spannende Spiel bei Fortuna Düsseldorf vor. Herr Jansen, werden Sie denn heimisch werden hier in Dresden, also auch hierher ziehen mit Familie? Wie ist da der Stand? Ja, also heimisch muss ich hier auf jeden Fall werden, weil ich ja nun von morgens bis abends hier bin, ja, und meinen Job nachgehe. Und von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hier länger zu bleiben. Ich habe Ihnen ja erzählt mit den Erfahrungen, die ich auf der Tribüne gemacht habe. Also mit der Art Menschen kann ich eine ganze Menge anfangen. Ja, und wann und wie meine Familie dann dazu stößt, das werden wir natürlich in aller Ruhe entscheiden. Das ist bei uns nicht ganz so einfach, ja, weil wir 5 Kinder haben. Und von daher muss man das sehr gut planen und organisieren. Aber das wird uns gelingen, da bin ich mir sicher. Tim. Ja. Also, gut wegen Mikrofon. Aber Tim Schlegel und dann Jens Umbreit. Die Familie, ja, wie schon gefragt, wohnt derzeit in Köln. Ja. Dankeschön. Jens Umbreit, Radio Dresden. Gibt es irgendwelche Trainertypen, die Sie in Ihrer Zeit als Spieler bei Eintracht Frankfurt oder dem 1. FC Köln ganz besonders geprägt haben, von denen Sie sich vielleicht am meisten abgeschaut haben?
Ja, also auch damals war es schon so, dass die Trainer relativ zügig gewechselt wurden. Also von daher habe ich einen großen Erfahrungsschatz und da waren natürlich einige Trainer dabei, die auf ihre Art einfach natürlich einen Eindruck bei jemandem hinterlassen. Sicherlich kann man den einen oder anderen Namen nennen mit Christoph Daum, der einfach zu dieser Zeit Ende der 80er Jahre bei uns war und der von der Art zu trainieren und zu arbeiten schon neue Wege gegangen ist. Morten Olsen ist zu nennen, der gerade was der Bezug auf Taktik betrifft, Spielsysteme etc. Sehr viel aus Dänemark und aus seiner Zeit in Anderlecht mitgebracht hat. Das hat mich sicherlich auch sehr beeindruckt und einfach auch das Gefühl gegeben, dass wenn eine Mannschaft taktisch auf dem Platz mit und ohne Ball funktioniert und der eine weiß, was der andere tut, dass das auf jeden Fall hilft. Und das waren sicherlich Trainer, die in guter Erinnerung geblieben sind. Auch ganz unterschiedlich. Felix Magath habe ich auch gehabt. Da war auch sicherlich die eine oder andere Trainingseinheit dabei, die ich mir rot angestrichen habe im Kalender. Ganz unterschiedlich. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue nochmal in die Runde. Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Mannschaft wird gegen 14:30 Uhr auf den Trainingsplatz gehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.